Jo Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Und heute besprechen wir in diesem Video die gute neue Spieler-SVC, die rausgekommen ist, und zwar der gute Jonathan dos Santos, Leute. Auf den ersten Blick sieht diese Karte sehr, sehr wild, auch sehr, sehr geil und sehr, sehr spielbar aus. Und ja, diese Karte werden wir heute besprechen. Wie immer, Leute, würde ich mich jetzt schon darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo dalässt und natürlich auch die Glocke aktiviert. Würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen und ihr würdet mich damit auch glücklich machen. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die SPC an. Danach schauen wir an, wie wir ihn verlinken können und wie viel sie ungefähr kostet. Also wir müssen zwei Sachen abgeben. Ein 82er Rating nur und ein 83er Rating nur. Also so aus dem Kopf heraus würde ich sagen, auf jeden Fall unter 100.000. Ja, also die SPC werden wir unter 100.000 abschließen. Wie viel genau, kann uns gleich nur Footbin sagen. Hier brauchen wir ein 83er Rating, 70 Chemie, ein Team of the Week Spieler. Und hier kriegen wir ein Premium Elektro-Spielback, also ein sehr, sehr schlechtes Back. Hier haben wir einmal ein Länderspiel, also mindestens ein Mexiko-Spieler. Ich glaube, Luzano wird jetzt ansteigen. Team of the Week mindestens einer, Gesamtrating von 82 und die Teamchemie von 75. Also Teamchemie ist von beiden sehr, sehr hoch und das ist halt, was den Preis auch in die Höhe schiebt. Elektrospieler bei, also zwei sehr, sehr schlechte Packs. Dann schauen wir uns aber, genau, wir wollen uns ja kurz den Spieler anschauen, genau, also wie die Werte sind, wie die, ne, John Stones haben wir uns schon im anderen Video angeschaut. Hier ist der Gute. So, hier, bedenkt mal Eigenschaften. Anfällig für Verletzungen, scheiße, Außenrissschuss, sehr, sehr gut. Gehen wir auf die Spieler Bio. Hoch, hoch, 1,72, spielt Spezialbewegung 4, schwacher Fuß 4, Leute. Kann man nicht meckern als ZM, weil wir sehen, er ist ein Allround, er hat 75 Def, 78 Physis. Und wenn wir auf die Attribute gehen, Leute, boah, heftiger Spieler, ich sag's euch. Da noch ein Shadow drauf und der Typ ist unglaublich. Der Typ kommt auf 99 Tempo. Mit einer 87 Ausdauer ist auch okay, reicht auf jeden Fall für 90 Minuten, aber wenn es an die Verlängerung geht, wird er, glaube ich, schon kaputt sein, je nachdem, wie viel, wie ihr mit welcher Formation, mit welcher Taktik ihr spielt, könnte 87 Ausdauer für die Verlängerung zu wenig sein. Aber Leute, 80er Aggressivität, 94er Antritt, Schuss ist super, vor allen Dingen Fernschuss, Schusskraft. Das ist eine heftige Karte, Effe 90, 85 Ruhe, Leute. Also, ihr müsst einen Shadow draufpacken, dann ist das ein perfekter 6er oder ein perfekter 8er. Ja, da gibt es absolut nichts zu meckern. Dann schauen wir uns kurz an, wie wir den Dos Santos linken können. Natürlich mit einer Ikone, erst von Mexiko, das heißt, der gute Hernandez wird sich da sehr, sehr gut anbieten. Vielleicht wird er auch deswegen jetzt steigen, weil, ja, es gibt viel, also es gibt sehr, sehr wenig gute Spieler von Mexiko. Wollen wir mal gucken. Ups, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier ist M. Schau mal, Leute, schau mal. So, Mexiko, was haben wir hier? Wir haben Hugo Sanchez, Hernandez. Die sind beide nicht so teuer. Wir haben natürlich Luzano mit einem grünen Link. Wir haben, nee, mit einem gelben, orangen hinten. Wir haben einen Wähler, Leute, auch aus der MLS. Der gibt einen grünen Link und der sieht auch nicht so schlecht aus. Ne? Als Stürmer, zwei Shadow Equals als Scheiße. Ja, das sind Leute, der sieht so krass aus. Der sieht so heftig aus. Was haben wir sonst noch so? Ein Herrera, ich habe ihn zum Beispiel abgeschlossen, deswegen überlege ich sehr, sehr stark, Dos Santos zu machen. Also ich glaube, ich werde ihn abschließen. Corona gut ist nicht so gut. Also es gibt einige Möglichkeiten, den Guten zu linken, Leute. Und gucken mal kurz aus der MLS, was es da so Gutes gibt. Dos Santos spielt bei LA Galaxy. LA Galaxy ist nicht stark, ist, Leute, ist nichts Gutes. Nee, keine Chance, den Grün zu linken aus der MLS. Aber mit Mexikanern und mit Ikonen, Leute. Und die Ikonen, wie gesagt, kosten nicht viel. Jetzt seid ihr gefragt, macht diese Karte, macht ihr Sinn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde ihn auf jeden Fall abschieben. Deswegen gibt es auch von mir einen Daumen nach oben, weil unter 100k so ein starker 8er und 6er, Leute. Macht ihn, versucht ihn einzubauen, sonst als Sub zu spielen und einzuwechseln. Ich bin raus, Leute. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao.